Herzlich willkommen zum OTS 8 Webinar über das externe Interface. Mein Name ist Lukas Schmalzing, ich bin Consultant bei der OTS AG und heute mit dabei ist der Herr Andreas Bender, ebenfalls von der Consulting-Abteilung. Wir werden uns gemeinsam das externe Interface anschauen. Inhaltlich geht es da in erster Linie darum, dass wir hier natürlich ein Self-Service-Portal haben. Das bedeutet, der Kunde soll im besten Fall direkt selbst die Antwort auf seine Frage oder sein Problemstellung finden und damit sein Problem schnellstmöglich alleine lösen. Ja, hallo Luca, danke für die Einleitung. Gleich mal direkt eine Frage, weil ich das jetzt hier sehe. Du hast vom Kunden gesprochen. Wie ist es denn, wenn ich jetzt aber nicht eingeloggt bin? Hier sehe ich ja schon diverse Inhalte und Links. Was genau ist jetzt hier verfügbar? Ja, also du hast schon sehr richtig vermutet, wir haben hier Unterschiede in der Sichtbarkeit. Das bedeutet, je nachdem, ob ich eben eingeloggt bin oder nicht, sehe ich unterschiedliche Inhalte. Zum Beispiel kann ich das einstellen, was eben angezeigt wird als Kunde, also als eingeloggter Kunde und was eben angezeigt wird als nicht angemeldeter Kunde, also in der Öffentlichkeit. Ich kann das einmal zeigen, wenn ich mich jetzt hier anmelde. Dann sehen wir, dass sich das Interface erweitert. Das heißt, wir haben hier auf einmal die Ticketliste des Kundenbenutzers, der jetzt angemeldet ist. Wir haben weitere Reiter hier oben, die hinzugefügt wurden. Also das heißt, da kann ich die Sichtbarkeit steuern des Interfaces und dementsprechend unterschiedliche Inhalte anzeigen. Kannst du mal zeigen, was diese Bilder machen und diese verschiedenen anderen Links, wo die hinführen, was sie so machen? Also grundsätzlich ist es so, dass wir eben auf verschiedene Bereiche verweisen können. Das heißt, die Idee von diesen, in dem Fall sind es die Bildteaser, mit denen wir eben beispielsweise verweisen können auf andere Inhalte des Interfaces, sei es jetzt zum Beispiel Dinge von unserer Webseite. Also wir können hier quasi verweisen auf die Homepage und es damit miteinander verbinden. Aber wir können auch eben referenzieren auf entsprechende Bereiche des externen Interfaces. Das heißt, wir können zum Beispiel sagen, in einer Linkliste oder eben einer sogenannten Inhaltskarte hier unten, dass wir dann eben bei Klick auf den Button entsprechend auf die jeweilige Seite gelangen des externen Interfaces. Ja, also ich weiß von vielen Consulting-Workshops und meiner Erfahrung her, dass viele Kunden oder viele Serviceorganisationen damit zu kämpfen haben, dass sie Mails bekommen oder halt irgendwie Infos, mit denen sie sofort nicht weiterarbeiten können. Also da fehlt ganz viel an Informationen, wie beispielsweise, um welchen Drucker geht es denn jetzt genau und die Fehlerbeschreibung ist einfach. Ja, die lässt zu wünschen übrig. Inwieweit unterstützt dieses External Interface hier den User bei der Eingabe und reduziert so den Aufwand für den Agenten beziehungsweise für die Serviceorganisation? Also hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, die das externe Interface bietet. Zum einen haben wir den Servicekatalog. Der Servicekatalog dient quasi als Navigation durch das externe Interface. Das heißt, es soll den Kunden dabei unterstützen, eine richtige Anfrage zu stellen. Also wir sehen jetzt hier zum Beispiel E-Mail-Postfächer. Die IT bietet Ihnen E-Mail-Postfächer in einer Exchange-Infrastruktur an. Das heißt, der Kunde, da kann es vielleicht Klick machen, dass er sagt, ja, genau das ist mein Problem. Hat irgendwas mit E-Mails zu tun. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Und sobald wir dann eben diesen Eintrag auswählen, gelangen wir in die Ticket-Erstellmaske, die dann direkt vorbefüllt wird. Das heißt, wir haben hier einen entsprechenden Betreff, der ausgefüllt wird. Die entsprechende Nachricht, es wird sofort klassifiziert. Das heißt, wir nehmen auch dem Service Desk hier an der Stelle Arbeit ab, indem wir eben das Ticket vorklassifizieren durch den Typen, den Service. Das heißt, hier eben unterstützen wir nicht nur den Kundenbenutzer, sondern auch den Agenten in der Bearbeitung des Tickets. Das ist die eine Möglichkeit. Der Servicekatalog bietet auch noch andere Dinge, wie beispielsweise können wir auch mit Prozesstickets arbeiten, zum Beispiel Bestellung von Büromaterialien. Wenn ich da draufklicke, gelange ich direkt in ein Prozessticket, in ein entsprechendes, wo die Daten abgefragt werden. Das heißt, was möchte ich zum Beispiel bestellen? Beschriftungsgerät, Briefmarken, Büroklammern und ähnliches. Also kann hier auswählen und gelange direkt in den entsprechenden Bereich. Das heißt, wir helfen eben mit diesem Servicekatalog nicht nur dem Kunden,
sondern eben auch uns selbst als Serviceorganisation, weil wir eben direkt den Kunden schon ein bisschen Arbeit von uns machen lassen. Und wenn du jetzt sagst, dass man hier auch Prozesse auswählen kann, liegt dann dahinter auch eine weitere Aktivitäten oder man sagt auch ganz gerne Workflow dazu, wo das Ganze dann vielleicht erstmal genehmigt werden muss. Nicht, dass der jetzt hier gefühlt den gesamten Bürobedarf für ein Jahr bestellt. Genau, richtig. Also hier gibt es Möglichkeiten, mit dem Agenten-Interface zu interagieren. Das bedeutet, wir können die beiden Interfaces da miteinander verbinden. Das heißt, jetzt im nächsten Schritt würde das Ganze beispielsweise eben zum entsprechenden Manager gelangen, der dann eine Genehmigung darüber erteilen muss. Ich kann ja einmal das Ticket hier übermitteln. Und jetzt sehen wir, hier wurde ein entsprechender Prozess angestoßen. Und ich kann jetzt hier gerade nichts machen, weil jetzt auf Agentenseite eben der Manager entsprechend diese Bestellung genehmigen muss, bevor es dann eben zum Einkauf geht. Ah ja, okay. Nochmal zurück zu dem neuen Ticket erstellen. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass nicht immer der Servicekatalog so umfangreich vorhanden ist oder dass natürlich auch immer schwierig ist, den so super zu beschreiben, dass da jeder Kunde sich sofort zurechtfindet und einen Eintrag für sich findet. Das heißt, das normale neue Ticket erstellen, das wird trotzdem immer noch benötigt werden. Wie kann man denn da verhindern oder sagen wir mal versuchen, wieder den Support zu unterstützen, die Serviceorganisation, dass einfach auch Knowledge-Base-Artikel hier vielleicht angezeigt werden, damit das eine oder andere Ticket vielleicht sogar vermieden werden kann? Also auch hier haben wir wieder verschiedene Möglichkeiten. Wenn jetzt zum Beispiel der Kunde nicht mit dem Servicekatalog arbeitet, hat er immer noch die Möglichkeit, oben über den Button Neues Ticket eben ein neues Ticket zu erstellen. Auch da kann er die Reiter selektieren, möchte er ein normales Ticket erstellen oder eben ein Prozessticket, wo er dann den Prozess selbst auswählen kann. Beim normalen Ticket haben wir dann auch wieder die Möglichkeiten, sobald wir beispielsweise einen Betreff angeben, sagen wir zum Beispiel mal Netzwerk, oder beispielsweise Drucker, dann werden uns hier rechts direkt dynamisch entsprechende Wissensdatenbankartikel eingeblendet. Das heißt, hierdurch haben wir den Vorteil, dass der Kunde direkt quasi in die Wissensdatenbank gelangen kann und dadurch dann eben entsprechend Unterstützung bekommt. Sagen wir auch mal zum Beispiel Netzlaufwerk einbinden oder beispielsweise, wenn ich jetzt hier unten bleiben wir mal beim Beispiel Drucker und ich wähle jetzt hier unten zum Beispiel Störung Vorfall aus und wähle jetzt hier direkt den entsprechenden Service aus, also auch hier kann ich entsprechend suchen nach Drucker, dann erweitert sich die Maske sogar dynamisch und zeigt mir Möglichkeiten an, den entsprechenden Drucker des Benutzers auszuwählen. Das heißt, er weiß jetzt, in meiner Abteilung gibt es diese Geräte, mein Problem besteht mit dem Kyocera 4711 Drucker und kann dann eben den direkt ans Ticket verknüpfen. Das heißt, auch da weitere Informationen zum Ticket übermitteln. Und user-spezifische Objekte, also jetzt beispielsweise, ich denke an mich selber oder an jeden anderen Mitarbeiter, ich habe jetzt mein MacBook, den ich gerade verwende, oder mein iPhone oder diverse andere Sachen, die wirklich nur mir zugewiesen sind. Wie funktioniert das? Auch hier haben wir die Möglichkeit eben zu sagen, wir haben ein Problem mit unserem PC. Dann wird die Maske auch entsprechend eben geändert. Also wie gesagt, man sieht es hier dynamisch. Und jetzt werden zum Beispiel nur die Geräte, die diesem Benutzer zugewiesen sind, angezeigt. Also beispielsweise hier das iPhone 8 von Gerhard oder sein MacBook. Und dann kann er eben sein eigenes Gerät direkt zuweisen. Wir sind ja, wie gesagt, gerade angemeldet als Gerhard Germann. Und das bietet uns eben die Möglichkeit, dort das entsprechend zu hinterlegen am Ticket. Okay, dieses Formular ist also dynamisch und je nachdem, was ich selektiere, erweitert sich das dann anhand meiner Selektion. Okay. Genau. Und woher kommt die Quelle von diesen ganzen Daten, iPhone, Drucker etc.? Dafür haben wir die sogenannte Configuration Management Database, kurz CMDB. Das heißt, die dient uns einer Geräteverwaltung, sage ich mal. Hier oben siehst du ja auch, haben wir einen Reiter Equipment und Contracts. Der bringt uns direkt quasi zu
Übersicht dieser dem Kunden zugewiesenen Configuration Items. Also das heißt, es ist letztendlich eine Inventarisierung von Produkten und Unterprodukten, die wir hier abbilden können. Und wie du siehst, können das ganz verschiedene Themenfelder sein. Das kann ein Fuhrpark sein, das können Computer sein, aber auch Verträge. Also das heißt, es ist nicht immer dieses typische Server-Computer-Konstrukt, Netzwerk, sondern eben viel mehr. Also wir können generell jedwede Produkte hier erfassen. Und wenn du dann eben entsprechend auf ein Gerät gehst, zum Beispiel hier haben wir Stefans Computer, der dieser Firma zugeordnet ist, dann siehst du eben auch weitere Informationen, wie beispielsweise die Kapazität. Du kannst dir die Felder natürlich selbst bestimmen, was soll angegeben werden, was ist hinterlegt, und siehst auch eben den Status und entsprechende Verlinkungen. Also das heißt, du siehst jetzt hier auch, es hat eine entsprechende Verlinkung mit einem anderen Configuration Item. Und es ist auch in einem Ticket hinterlegt worden. Ah ja, okay, verlinkt ist es auch. Jetzt haben wir gesehen, wir können hier durch diese einzelnen Elemente durchbrowsen. Also schauen uns den Service-Katalog an oder wir schauen uns jetzt hier in dem Fall die Config-Items und Verträge an. Aber ich will vielleicht auch mal danach suchen können, jetzt irgendwie nach Schlagworten. Wie funktioniert die Suche im External Interface? Was bietet die dem Kunden? Genau. Also ich hatte ja schon am Anfang kurz gezeigt, dass wir hier in der Mitte oder sehr präsent diese Suchleiste haben. Die soll den Kunden eben dabei unterstützen, dass er, wenn er auf die Seite kommt, direkt diese Funktion hat, um, ja, wie man es von Google kennt, direkt seine Lösung für sein Problem zu finden. Und wir sehen jetzt ja auch, dass das hier sehr dynamisch ist. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel Netzlaufwerk eingebe, dass ich zum Beispiel ein Netzlaufwerkproblem habe, dann sehen wir, finde ich, nicht nur entsprechende Tickets, sondern auch Wissensdatenbankartikel. Also das heißt, die Suche ist da objektübergreifend. Das ist nicht nur auf Tickets beschränkt. Das ist mir ganz wichtig an der Stelle anzumerken. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel Netzlaufwerke einbinden, auswählen, gelangen wir zum entsprechenden Wissensdatenbankartikel, wo wir dann eben die Problembeschreibung und Lösung haben, etwaige Anhänge, die hier hinterlegt wurden, runterladen können. Und eben auch die Verlinkung zu weiteren Wissensdatenbankartikeln auf der rechten Seite finden. Also das heißt, wie gesagt, da können wir auch eben das Ganze so vernetzen, dass der Kunde sich quasi durch seine Probleme durchklickt. Und wie ist es mit Anhängen? Also ich habe hier gesehen, da war jetzt ein PDF oder eine Word-Datei oder was hinterlegt. Ja, das war jetzt ein Bild. Aber wie ist das zum Beispiel, vorher haben wir gesehen, dass es Verträge gibt und wenn wir jetzt ein PDF hinterlegen würden, an einem FAQ oder sowas, wie können wir, welche Suchmöglichkeiten gibt es in Anhängen oder in Dokumenten, die zumindest textbasiert sind? Das Schöne ist hier, dass die Suchfunktion auch Anhänge indiziert. Das bedeutet, wenn ich jetzt mal mit einem anderen Beispiel, zum Beispiel nach der Outlook-Bedienungsanleitung suche, du siehst ja jetzt hier an der Stelle steht nirgends Outlook-Bedien, aber er weiß, weil er es indiziert hat, dass wir hier einen entsprechenden Artikel haben, wo eben eine Outlook-Bedienungsanleitung.pdf hinterlegt ist. Also das heißt, er indiziert auch eben entsprechend die Anhänge und gibt dann dem Agenten die entsprechenden Suchergebnisse aus. Also auch den Inhalt selber, nicht nur den Dateinamen. Genau, richtig. Also auch der Inhalt wird indiziert. Und hier entsprechend ist dann auch durchsuchbar. Okay. Ja, okay. Das ist interessant. Jetzt haben wir, ich fasse nochmal kurz zusammen. Also wir haben CIs, wir haben Tickets, wir haben FAQs, wir haben Services. Was kann ich hier noch an Informationen zur Verfügung stellen und in welcher Weise? Ich habe vorher in dem Design, als du dich noch nicht eingeloggt hast, verschiedene Bilder gesehen. Ich glaube, es waren auch einfach nur Links dabei. Kann ich auch einfach nur Seiten online stellen, wo ich einfach Informationen mit jemandem teilen will? Jetzt hier beispielsweise, was so ein Klassiker in der IT ist, ja, man will irgendwie informieren über das nächste Wartungsfenster oder so irgendwas. Oder am Wochenende steht ein Update an oder wie sieht es mit sowas aus? Genau, also wir haben, ich bin jetzt wieder auf der Startseite, wie du siehst. Und wir haben hier verschiedene Darstellungsmöglichkeiten. Das heißt, wir können
auf unterschiedliche Art und Weise Inhalt darstellen. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel die Richtlinien der OTS-Gruppe zur Offenlegung von Schwachstellen und sehen hier entsprechenden Inhalt, der eingebunden wurde mit Bildern. Also das heißt, wir können auch eigene Seiten hier anlegen und eben da die Vorteile des externen Interfaces insofern genießen, dass wir hier eben eigene Inhalte darstellen können, ohne dafür auf der eigenen Homepage beispielsweise weitere Seiten anlegen zu müssen. Okay. Ja, was mich schon die ganze Zeit interessiert, da unten diese Chat-Bubble. Was hat damit auf sich? Die Chat-Bubble gibt uns einen weiteren Kommunikationskanal. Das bedeutet, es ist eine weitere Möglichkeit, um mit den Agenten auf dem Agenten-Interface zu kommunizieren. Wenn ich zum Beispiel hier auf den Chat gehe, kann ich hier eine neue Unterhaltung starten. Natürlich, insofern ich angemeldeter Kundenbenutzer bin, wird direkt auch meine Kundenkennung übermittelt. Wenn ich jetzt im öffentlichen Bereich, ist das aber auch möglich. Also ich muss nicht Kundenbenutzer sein, um den Chat nutzen zu können. Das ist natürlich wieder Konfigurationssache. Und ja, Sie sehen jetzt hier in dem Fall zum Beispiel, ist niemand im Chat verfügbar. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel, wenn jetzt gleich ein Agent online kommt, habe ich die Möglichkeit dann, wenn ich hier eben auf die Unterhaltung gehe, dass ich dann beispielsweise einen Chatkanal auswählen kann. Also jetzt zum Beispiel ist ein Agent verfügbar geworden. Ich kann hier den Kanal wählen, wo möchte ich meine Anfrage erstellen, beim Service Desk oder eben beim Vertrieb. Ich sage jetzt mal hier Service Desk und sage, Drucker funktioniert mal wieder nicht und kann jetzt hier meine Anfrage starten. So, jetzt siehst du hier, dass eben ich dem Chat beigetreten bin, hier meine ursprüngliche Anfrage steht und ich jetzt darauf hingewiesen werde, dass ich bitte einen Moment Geduld haben soll, bis einer der Agenten die Chat-Anfrage beantworten kann. Also das heißt, jetzt wartet er darauf, dass ein Agent diesen Chat annimmt und ihm beitritt. Jetzt sehen wir hier, ist der Andreas Bender dem Chat beigetreten und hat dann eben die Möglichkeit, beispielsweise mit mir zu kommunizieren. Und das hat eben einige schöne Vorteile. Zum einen können wir uns jetzt hier sehr kurz und unkompliziert über das Problem austauschen. Zum anderen haben wir auch die Möglichkeit, wenn wir merken, oh, das wird doch ein umfangreicheres Problem, was wir nicht eben mal schnell über den Chat lösen können, haben wir auch die Möglichkeit, daraus ein Ticket zu generieren. Das heißt, wir können das Chat-Protokoll, was jetzt hier angelegt wird, eben exportieren in ein Ticket daraus erstellen, haben dann dieses Chat-Protokoll beigefügt. Alternativ können wir auch, wenn es sich um eine bestehende Service-Anfrage handelt, auch das Chat-Protokoll dieser bestehenden Service-Anfrage, also dem bestehenden Ticket, anfügen. Und wir können auch andere Agenten in den Chat einladen. Lässt sich das auch auf einer anderen Webseite integrieren? Genau, das ist sogar sehr einfach. Wir haben die Möglichkeit, im Admin-Bereich entsprechend die Chat-Integration zu konfigurieren. Das heißt, wir können quasi diese Bubble, die du hier unten siehst, auf jedweder Webseite einbinden. Das ist ein ganz kurzer JavaScript-Code, den man dann eben sich entsprechend kopieren kann auf einer beliebigen Webseite. Das kann die Homepage sein, das kann, wie gesagt, jede Webseite sein. Und dort an beliebiger Stelle einfügen, sodass dann diese Chat-Bubble zur Verfügung steht und man auch dann sogar von dieser Webseite aus den Chat nutzen kann. Okay, das ist ziemlich beeindruckend, was du da alles gezeigt hast. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie komplex ist das, wenn du jetzt beispielsweise das Layout mal verändern würdest. Haben wir dafür noch kurz Zeit, dass du uns das mal kurz im External Interface, also in der Konfiguration von OTS zeigst, wie einfach oder wie kompliziert das ist? Ja, natürlich. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Admin-Bereich wechsle vom Interface, dann haben wir hier ja die Möglichkeit, wenn ich ein External Interface eingebe, uns die entsprechenden Administrationsmodule anzeigen zu lassen. Wir haben einmal die Homepage, das Layout, Kundenservice-Katalog und die benutzerdefinierten Seiten. Ich fange mal an mit dem Layout. Wie du siehst, ist das hier auch sehr schön in einer entsprechenden Voransicht dargestellt. Das heißt, wir können jetzt hier sehen und definieren die verschiedenen Inhalte, seien es Bilder, das Fav-Icon in der Adressleiste, das Avatar.
können das ganz einfach verändern, indem wir ein Bild hochladen. Wir können auch Farben anpassen, die direkt übernommen werden. Also du siehst jetzt zum Beispiel, wenn ich das auf Rot stelle, dann wird mir das hier in der Preview, also in der Vorschau auch direkt angezeigt. Das heißt, es ist sehr einfach hier das Layout vom Interface zu verändern. Außerdem gibt es auch noch die Möglichkeit im Sinne der Corporate Identity, wenn das eine Anforderung ist, hier eine benutzerdefinierte CSS zu hinterlegen, um eben beispielsweise da noch detaillierter Einfluss aufs Design zu nehmen. Schriften und Wenn du sowas, ne? Genau, richtig, richtig. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, zeige ich auch nochmal ganz kurz hier zum Beispiel auf der Homepage. Auch das ist sehr einfach zu konfigurieren. Das heißt, es ist gar nicht notwendig, dass da jetzt ein IT-Administrator die Konfiguration dieses externen Interfaces vornimmt, sondern das kann auch wirklich gut eine Marketingabteilung machen. Du siehst, wir können hier sehr anschaulich Bilder hinzufügen, müssen einfach letztendlich nur Masken ausfüllen, können die hier wegnehmen, wie gesagt, können neue hinzufügen, mit das Bild auswählen zum Hochladen, sagen, welcher Titel, welcher Text soll hinterlegt sein, plus auf welche Webseite soll es verweisen. Selbiges gilt für die Linklisten und Inhaltskarten und das eben auch für jede Sprache. Das heißt, du siehst auch in anderen Sprachen, wenn wir jetzt hier eben mal uns Englisch anschauen, dann können wir da auch ganz andere Bilder hinterlegen und Inhalte. Also das heißt, es ist sehr einfach eben auch für Nicht-IT-Administratoren dieses externe Interface zu designen und zu verwalten. Herr Super, vielen Dank für den Überblick. Gerne. Okay, ja dann, ich glaube, wir haben soweit alles gesehen im External Interface. Genau. War auf jeden Fall sehr spannend und ich denke, es ist ein wertvolles Tool, um die Kommunikation und das, was ankommt im Service Desk, einfach viel besser zu strukturieren, die Qualität der Tickets zu steigern. Und auch zu guter Letzt natürlich den Aufwand zu reduzieren, der für die Agenten entsteht, um die Tickets zu bearbeiten. Das ist ein tolles Tool. Vielen Dank. Okay. Sehr gerne.